Jan, die Saison beginnt, aber nicht in Heede. Daher kennen wir uns eigentlich schon. Erzähl mal ein bisschen. Heede Blue Bay gibt es schon wie lange? Heede Blue Bay am Heeder See gibt es jetzt seit 1999, also 16 Jahre. Dieses Jahr ist bei uns 15 plus 1. Da lassen wir es mal richtig krachen. Lassen wir richtig krachen. Nicht nur in Heede, jetzt auch natürlich im Idersee. Warum gerade hier? Ja, am Idersee sind wir jetzt auch seit einigen Jahren vertreten. Dort wurde mal ein Wassersportbetrieb aufgebaut und wir wurden mal angefragt, ob wir das auch gerne machen würden. Das liegt sehr nah an Heede dran und da haben wir gedacht, das kriegen wir mit personell ganz gut gewuppt und macht auch seitdem her viel Spaß. Noch, das wird ein bisschen kühler, wenn es wärmer wird. Wann geht die Saison richtig los? Saisonstart hier am Idersee ist jetzt Osterwochenende. Ostersamstag geht's los und dann sollten auch schon die Temperaturen über 10 Grad sein im Wasser. Im Mai wird es dann sicherlich täglich etwas angenehmer. Ja, da werden wir drauf hoffen. Das kann man auf der Facebook-Seite natürlich auch verfolgen. Was habt ihr hier für Veranstaltungen? Am Osterwochenende fängt es mit der Ostereröffnung natürlich an. Da geht es auch relativ bunt hier am Idersee los. Erstmal aufs Wasser, gibt es ein paar Kleinigkeiten, ein paar Goodies, ein paar Überraschungen. Weiter geht es dann im Mai, da haben wir den Niedersachsen Wakeboard Cup hier. Ist eine kleine Wettkampfserie. Da fahren die Nachwuchswettkampfläufer untereinander den Besten aus. Geht über 5 Stationen. Idersee ist eine davon und am Idersee ist dann das Finale. Wenn ich jetzt neu, ich bin total Neuling, ich fahre ein bisschen Fahrrad und ein bisschen Rollschuh und das war es dann auch schon. Wenn ich das jetzt lernen möchte, weil es macht mit Sicherheit auch riesig Fun, wie muss ich damit an? Wo muss ich anfangen? Also Fahrradfahren oder Rollschuhfahren ist eine super Voraussetzung. Alles, was rollt, da hat man schon ein rutschendes Gefühl. Wasserski ist nicht schwierig, ist ähnlich wie Schlittschuhfahren oder Skateboarden. Man stellt sich auf ein Gerät, wird gezogen, gleitet dahin. Und damit es auch gut klappt, bieten wir dann den Anfängerkurs an, das Anfängerticket. Dort gibt es dann Einweisungen und wir versuchen dann schnellstmöglich dann halt mit dem Einzelnen den Sport dann aufs Wasser zu bringen. Dass man sexy aussieht, ist gleichsam mit dabei in so einem schönen, tollen Anzug? Ja, die Klamotten sind natürlich super stylisch, das bringt etwas her. Und das eigene Performance auf dem Wasser verändert sich schnell vom ersten Sturz zu der ersten gefahrenen Runde. Da sagst du schon was, Sturz und gefahrenen Runde. Wie lange dauert das von dem ersten Sturz bis zur gefahrenen Runde? Also so, wir gehen davon aus, im Schnitt haben wir die Erfahrung gemacht, dass es zwischen 3 und 5 Starts braucht. Dann geht es ganz gut. Manchmal braucht man auch mal 6 Starts, um eine Runde zu schaffen. Aber dann haben wir es meistens schon mal hingekriegt. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr gar nicht aus dem Emsland kommt, ne? Nee, gebürtig kommen wir aus dem Ruhrpott. Da sind wir Dortmunder und fühlen uns hier im Emsland auch sehr gut aufgehoben. Da haben wir was gemeinsam. Was bedeutet eigentlich der Standort Idafeen, gleichsam aber auch Heede? Eigentlich kann man sagen, ja, die Region. Haben wir so ein bisschen Fishing for Compliments irgendwie. Was bedeutet der Standort für euch eigentlich hier? Es ist beides auch individuell separat zu sehen. Idersee ist hier im Ostfriesland ein schöner Fleck, eine ordentliche Park- und Gartenanlage. Mitten im Ort ist schön, um hier Sport zu machen. Heedersee ist wieder etwas anders, ist etwas mehr Feriengebiet. Da gibt es dann Ferienhäuser am See, Sandstrand und blaues Wasser. Hat eine etwas andere Atmosphäre. Und an beiden kann man gut Wasserski fahren und da möchten wir halt, wenn es geht, möglichst viele Leute aufs Wasser bringen. Kann man was über Preise sagen? Ja, im Prinzip geht es bei uns los mit einer Stunde. Die gibt es dann schon ab 13 Euro für den Jugendlichen. Und günstig ist vielleicht, wenn man noch nie gefahren ist, dass man einen Anfängerkurs mit teilnimmt. Den gibt es schon ab, ich glaube, 18 Euro. Okay, aber ich kann mir Sachen mieten oder muss ich mir selbst zu Hause was klöppeln? Im Prinzip kann man alles, das was man braucht, hier auch vor Ort bekommen. Damit kann man erstmal losstarten und wenn man mehr dran gefallen hat, ja, dann kann man sich natürlich auch was Eigenes mal kaufen.